Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Pokémon Go. Und endlich ist er raus, der Freundschaftsmodus, und wir können nun endlich Freunde annehmen. Hier hatte ich gerade schon eine Freundschaftsanfrage und ihr seht es, es gibt schon mehrere Freunde hier in meiner Liste. Und wenn wir die dann anklicken, haben wir erstmal oben links die Möglichkeit zu sehen, wie hoch ist der Grad meines Freundes, also bis jetzt alles noch weiß. Dann können wir ihm Geschenke schicken und hier kann ich das mal machen. Ich nehme mir so ein Geschenk und weg ist es. Das bekommt mein Freund jetzt. Und wenn der in 100 Meter Entfernung ist, könnte ich jetzt auch mit ihm tauschen. Diese Herzchen unten drunter, das dauert ein bisschen, bis man dort die Leute als Freund hat, als besten Freund hat. Dort braucht man nämlich entweder einmal, dass man ein Geschenk austauscht. Davon bekommt man das erste Herzchen. Dann gibt es halt noch ein zweites, drittes und viertes Herzchen. Und das bedeutet dann einmal, das könnt ihr euch auch anschauen in dem Profil. Ihr könnt auf die Herzchen klicken und dann könnt ihr euch einfach anschauen, okay, entweder 7 Tage oder 30 Tage oder 90 Tage. Und die jeweiligen Tage geben dann Rabatte. Entweder auf Sternstaub. Oder es gibt Zusätze im Arena-Kampf, wenn man zusammenkämpft, kriegt man am Ende ja mehr Möglichkeiten, nämlich mehr Angriffsbonus und mehr Raid-Bälle am Ende. Ja, und hier seht ihr das mal, da hat sich jetzt auch mein Freundschaftslevel gerade erhöht und dann ist da auch schon ein Herzchen. Und das eine Herzchen bedeutet dann, man kann mit dieser Person tauschen. Außer mysteriöse, also Mew oder Mewtwo geht nicht. Aber legendäre, shiny oder die, die noch nicht im Pokédex sind, könnt ihr tauschen. Und dann ist es so, das kostet je nach unterschiedlicher Art. Also wenn ihr das noch nicht im Pokédex habt und es ist ein normales Pokémon, dann kostet es auf der ersten Stufe 20.000 Sternstaub. Wenn es ein legendäres ist, was ihr noch nicht im Pokédex habt, dann sind es, soweit ich weiß, sogar 1 Million Sternstaub. Also da braucht ihr richtig viel Sternstaub. Aber umso höher euer Freundschaftslevel ist, umso günstiger wird der Tausch. In den Geschenken kann alles Mögliche sein. Hier war es jetzt ein Hyperball und ein Top-Trank. Es können normale Bälle drin sein. Es können aber auch noch Aloha-Eier drin sein. Und das sind dann Eier, die die neuen Formen drin haben. Dort muss man dann 7 Kilometer gehen. Sobald die dann ausgebrütet sind, gibt es eine Aloha-Form von zum Beispiel einem Radfratz oder auch einem Mauzi oder anderen. So, und hier seht ihr jetzt mal den Tauschbildschirm. Oben seht ihr, wer denn mit mir tauschen soll. Ich habe mich hier schon angemeldet und oben der Spieler muss sich jetzt auch in 100 Meter Entfernung befinden und auch in das Tauschmenü hineingehen. Und dann kann man auswählen, welches Pokémon man denn tauschen möchte. Also hierbei kann man dann nur auswählen, die nicht Favorit sind. Das ist erstmal das Wichtigste, also keinen Favorit auswählen, das geht nicht. Und wenn ihr einen Favorit tauschen wollt, müsst ihr erst das Sternchen vorher wegmachen. Da seht ihr, es ist als Favorit markiert. So, dann die Legendären könnt ihr dann austauschen, wenn der andere genug Sternstaub hat. Der braucht dann halt 1 Million Sternstaub im Moment. Und es kann immer mal zu Fehlern kommen, wenn man entweder zu weit weg ist oder die GPS-Daten nicht stimmen oder so. Also einfach dann wieder abbrechen und nochmal neu versuchen. Vielleicht auch, wenn zu viel aufkommen ist. Ich weiß es nicht genau. So, und da sind wir wieder im Tauschmodus. Fangen wir das Ganze nochmal an. Und Arktos habt ihr gerade gesehen. Das könnte ich sogar mit dem Shooter Doktor hier, so heißt er, tauschen. Was halt nicht funktioniert, ist, dass man diesen Spezialtausch, also das heißt legendäre, Shinies oder die, die noch nicht im Pokédex waren, zweimal am Tag tauscht. Das geht nicht. Wenn man einmal getauscht hat, kann man an diesem Tag keine Aktion mehr machen, auch mit keinem anderen Spieler. Normale Pokémons natürlich weiterhin, aber halt keine Spezialtausche mehr. Shiny, legendär oder halt die, die noch nicht im Pokédex sind. Nun aber auch mal zum Tausch selber. Ich habe hier ein Arktos, das hat mein Gegenüber noch nicht. Der braucht also noch ein legendäres Pokémon. Und er hat für mich
ein Shiggy würde trotzdem 20.000 Sternstaub auf beiden Seiten kosten und 24 Kilometer sind die beiden auseinander gefangen worden. Das bedeutet 2 Bonbons extra beim Tausch. So kann man natürlich viele seiner eigenen Figuren tauschen, also hier Radfratz gegen Radfratz würde das auch bringen. Und hier seht ihr, der ist sogar 6000 Kilometer weit gefangen worden, dieser Tauros. Der ist nämlich in New York gefangen worden, da steht's. Meiner in der Nähe von Köln, das ist Kerpen. Und das sind 6000, gibt maximal plus 3 Bonbons. Also 1000 Kilometer ist das Höchste. Alles was mehr ist, ist egal. Und da ich den Tauros noch nicht habe und er den Arktos noch nicht, gibt es jetzt für beide einen Pokédex-Eintrag. Und das sind 20.000 Sternstaub. Wenn man jetzt ein höheres Freundschaftslevel hat, wenn wir also warten würden mit dem Tausch, wird das billiger. Also, dann wird es nicht mehr so viel kosten. Wie viel genau, weiß ich leider auch noch nicht. Ich habe mich nicht auf den ganzen Internetseiten da schlau gemacht, wie viel es dann kostet. Aber es wird auf jeden Fall weniger dann als 20.000. Wenn es ganz legendäre sind, die man noch nicht eingetragen hat, den, ja, Zapdos und Arktos und so, die gab es ja jetzt schon oft in diesen Feldquests, dann kostet es noch mehr. Also ein Latios oder ein Latias hat 1 Million Sternstaub gekostet, als ich den tauschen wollte. So, und nun habe ich den Tauros bekommen und damit einen neuen Pokédex-Eintrag von diesem amerikanischen, regionspezifischen Pokémon. Jawohl, das hat doch super geklappt. Und der andere hat jetzt endlich seinen Arktos, der hat nämlich bis jetzt die Events nicht mitgemacht und auch den Raid für den Arktos verpasst gehabt. Und hier gibt es die erste Medaille, über 1000 Kilometer Distanz getauscht und damit gibt es eine Bronzemedaille. Und hier seht ihr jetzt meinen Pokédex, ja, die erste Generation. Sie sieht jetzt fertig aus, also... Jetzt fehlt mir nur noch Mew und Mewtwo. Da muss ich mal zu den Trigger Raids für Mewtwo und für Mew. Tja, da muss ich noch viele Geister verfangen. Ich hänge in der Quest fest, in der Feldforschung fest, weil ich keine Geister-Pokémons im Moment finde. Es gibt so viele Wasser- und Stein-Events in letzter Zeit. Jetzt gibt es Alola-Events. Ich bin mal gespannt, wann ich die ganzen Geister finde. Und da ist mein einziges Tauros. So, hier seht ihr, es steht auch da, mit wem ihr es getauscht habt. Und wenn ihr es einmal getauscht habt, wenn also in irgendeinem Pokémon drin steht, getauscht mit, dann könnt ihr es nicht noch einmal tauschen. Dann ist der Tauschmodus vorbei mit dem Pokémon. Das ist dann untauschbar ab dann. Also überlegt euch genau, mit wem ihr welche tauschen möchtet. So, und dann kann man noch bester Freund werden. Dafür gibt es auch dann noch Medaillen. Dafür muss man halt lange, nämlich 90 Tage miteinander Freund sein und auch Aktionen miteinander machen, also mindestens Geschenke tauschen oder dann auch zusammen raiden, kämpfen und so weiter, vielleicht auch mal einen Tausch machen, immer mal wieder sich treffen, hilft schon ganz gut, um hier das Freundschaftslevel höher zu bekommen. So, und nun haben wir eigentlich die Tauschoptionen gesehen. Ich kann euch nur raten, wenn ihr von irgendeinem zu wenig Bonbons habt, von irgendeinem Pokémon, und das ist jetzt halt nicht so ein besonderes, jeder von euch hat das, von deinem Freund und dir, dann tauscht es einfach immer weiter untereinander, also zum Beispiel 10 Taubsis immer wieder tauschen, gibt immer mal 10 Bonbons oder je nachdem wie weit auseinander sie gefangen wurden, 20 Bonbons. Weil 10 Taubsis mal 2 Bonbons gleich 20 Bonbons. Das geht auch mit Lavitas, das geht auch mit anderen. Also einfach die gleichen mit dem gleichen tauschen ist möglich. Ich habe hier ein Fomeo, er hat ein Fomeo und dann kostet es nur 100 Sternstaub. Die könnten wir jetzt tauschen und würden Fomeo Bonbons kriegen. Wenn ihr tauscht, hilft kein Ditto, hilft kein Geist Pokémon oder sowas für diese Feldforschungen. Also das haben sie wohl unterbunden, dass man über die Tausche auch die Feldforschungen weiterbekommt. Also ich muss immer noch 6 vom Typ Geist schaffen, damit meine Feldforschung für Mew weitergeht. Aber Ditos austauschen, kein Problem, kriegt er 2 Ditto-Bonbons, oben stand es gerade und dann ist das auch erledigt. In meinem nächsten Video sieht man dann auch, wie ich endlich Rack-Eyes fangen werde, aber das war jetzt erstmal die Tauschaktion, jetzt gleich nochmal eine ganz kurze und dann geht's zu meiner Vergangenheit.
Ab jetzt zeige ich euch alle meine Pokémons, die ich in den letzten Monaten gefangen habe, die meinen Pokédex erweitert haben, was ich alles fangen musste, was ich entwickelt habe in einigen Monaten, und ich sage euch auch immer die Zeit dazu, wann es also war, und dementsprechend seht ihr jetzt, wie ich meinen Pokédex gefüllt habe in den letzten Monaten. Davor noch schnell ein Porygon-Tausch aus San Francisco nach Kerpen, 3 Porygon-Bonbons, und damit gibt es also auch einfach nur für den Tausch von Porygons Bonbons. Man braucht keine Kilometer zu laufen, man braucht sie nur mit einem anderen zu tauschen. Super, wunderbar, so kann es gehen, das ist doch ideal. Wegschicken tut man sie auch nicht, man behält sie, man könnte sie noch weiterentwickeln. Alles passt so, also der Tauschmodus ist super. Hier seht ihr vom letzten Oktober 2017 Suicune, da gab es ihn im Raid und dort habe ich ihn auch im Raid gefangen. Hier waren wir ja um die 6 Leute rum, mehr kann ich euch nicht mehr zeigen, das Video ist leider abgebrochen, aber egal, Hauptsache Suicune habe ich im Pokédex. 2 Tage konnte man letztes Jahr, hier seht ihr es, im November, es war der 26. November, Porenta fangen. Jawohl, und da bin ich natürlich sofort los und habe mir Porenta besorgt, damit ich es endlich im Pokédex habe. Das asiatische Regions-Pokémon. Einmal leider nur gefangen in der Zeit, aber immerhin, ich habe es. Leider kann ich es jetzt nicht tauschen, hätte ich es besser mal öfter gefangen. Aber hier, neues Pokémon und 1000 EP. Da habe ich doch ein bisschen was an Staub genutzt, oder? An Glücksei genutzt. So, und schon ist auch Porenta im Pokédex. So kommt man doch endlich weiter im Spiel. 2 Tage später, Schlag auf Schlag, am 28. November, das legendäre Pokémon Ho-Oh wurde im Pokémon Go gesichtet und in Raid-Kämpfen konnte man es bekommen. Jo, und das habe ich mir natürlich auch geholt, ist ja ganz klar, muss man haben. Und so sah das damals aus im Raid, also 48.276, ganz schön stark, alleine war das nicht machbar. Und los geht's mit Ho-Oh. Aber den ganzen Raid machen wir jetzt natürlich nicht. Ich kürze das Ganze mal und spule etwas weiter vor. Hier sind wir kräftig am Kämpfen und er ist erledigt. Jawohl, Ho-Oh haben wir besiegt und jetzt wird's gefangen. Das kriegen wir natürlich auch hin. Tja, so ist es, wenn man mit vielen Leuten in einer WhatsApp-Gruppe sich verabredet und dann dort die legendären Mobs macht. Gar kein großes Problem. Es gab allerdings hier nur 9 von den Bällen, also nicht gerade 12 oder 14, und so sieht er dann aus, wenn er gegen uns kämpft. Ich bin ein Spieler, der spielt nicht auf WP 100, auf IV 100 oder sowas, also für mich ist einfach nur wichtig, dass so ein Pokémon in meinem Pokédex ist. Ich gehe zu den ganzen Raids, damit ich diese auch in den Pokédex bekomme. Ich tue auch gerne mit den Freunden jetzt die Geschenke austauschen. Die bekommt man übrigens aus Pokéstops. Das habe ich eben vergessen zu sagen. Und ja, das ist jetzt eigentlich so ein typischer Fangmodus von einem legendären. Und der geht oft raus. Das ist richtig nervig. Immer die goldene Himbeere benutzen. Am besten Curveball. Und dann am besten, wenn der rote Kreis ganz klein ist. So gut, wie ich gerade hier fange, habe ich nicht gefangen. Da war nämlich jemand, der hat mir geholfen. Das ist auch das Gute, wenn man mit den Raidern unterwegs ist. Da sind die ganz Professionellen dabei. Die wissen genau, wie man den Curveball schmeißen muss. Und hier ist es so, er hat auch immer schön in den Kreis getroffen, immer großartig. Und ist er jetzt drin geblieben? Nein, immer noch nicht. Ein richtig nerviges. 4 Bälle sind schon weg, also 4 Versuche. Das hier ist jetzt der 5. Versuch. Mal gucken, ob das jetzt besser klappt. Wieder großartig. Es gibt schlimmere als Ho-Oh. Also Kyogre war viel schlimmer zu kriegen. Nach dem 7. Versuch, jetzt war es dann endlich soweit und er ist gefangen. Ich habe einen Ho-Oh im Pokédex und damit füllt sich mein Pokédex weiter. Auch die 2. Generation wird langsam fertig hier bei mir. Und da ist er.
Ist es nicht schön? Jo, Lugia haben wir auch schon. Alles passt wunderbar. Alle Hunde haben wir auch bekommen, die legendären. Und nun geht's schon wieder weiter. Um Nikolaus 2017 gab es dann diesen schönen neuen Ladescreen mit ein paar Pokémons, die man natürlich aus der Generation kennt. Ja, Hydropi. Aus welcher Generation ist es? Ihr wisst es alles, es ist nicht mehr die erste Generation. Genau, es ist die dritte Generation und jetzt muss man wieder anfangen, kräftig zu sammeln. Im Dezember gab es noch nicht die Unterscheidung zwischen Kanto, Johto oder Hoenn-Region, ja, oder Hoenn-Region. Ihr seht aber, bis da unten geht es schon. Man musste halt dann wirklich noch scrollen bis ganz runter. Und ja, mein Pokédex war noch sehr leer, aber Generation 1 und 2 sah schon super aus. Die waren Halloween-Pokémons, die man da schon gesehen hat. Die waren alle schon zu Halloween da. Und jetzt geht's weiter in der dritten Generation. Mit der dritten Generation kam dann auch der Wettermodus. Also regnet es, schneit es oder scheint die Sonne, stürmt es und so weiter und so fort. Da seht ihr dann auch die verstärkten Pokémons. Der Wind pfeift durch das Spiel durch. Und das ist die neue Zusatzfunktion, die es dann auch im Dezember gab. Das Spiel hat sich etwas an das Wetter orientiert. Und an dem Wetter orientiert wäre besser gewesen. Naja, das mit der Sprache ist ja auch nicht immer einfach. Leider gibt es selten Schnee, weil es gibt ja auch Fomio, der braucht zum Beispiel mal Schnee, damit der richtig schön aussieht. Aber ein Schneefomio gibt es wohl erst Ende 2018, wie es aussieht. So, und das war es auch schon soweit zum Wettermodus. Hier seht ihr das nochmal, es gab sogar eine Unwetterwarnung, die passt sogar auch immer zum echten Leben. Also wirklich für die Region, wo ihr gerade seid, wenn es da eine Unwetterwarnung gibt, dann kommt die auch hoch. Also aufpassen und nicht immer rausgehen. Ihr mit euren Pokémons. Ist doch gefährlich. Jo, okay, weiter geht's. Dritte Generation Pokémon sammeln. Mein erstes, ein Schlupuk. Das gibt's auch noch sehr oft im Spiel. Ist jetzt nichts groß Besonderes. Aber natürlich das erste ist immer das Beste. Kann weiterentwickelt werden. Man braucht also auch relativ viel davon. Und von daher erstmal eins gefangen haben. Jo, und das wehrt sich. Mann, das erste aus der dritten Generation. Und dann muss man auch noch eine Himbeere dazugeben. Hat 500 WP, dann hilft auch schon mal ein mittlerer Ball. Ist immer besser, als wenn man nur mit dem normalen Ball schmeißt. Und bleibt es jetzt drin? Jawohl, das erste ist gefangen. So fängt die Generation gut an. Das war der 9. Dezember. Und damit habe ich einen neuen Pokédex-Eintrag Nummer 316. Weiter geht's zu allen anderen, die ich da noch so gefangen habe. Das nächste war ein Inico und das habe ich sofort mit Superball gefangen, weil es halt auch wieder 400 plus hatte. Und hat es geklappt? Es hat natürlich geklappt, also wieder der nächste Pokédex-Eintrag, ein Inico. Und das hier machen wir jetzt noch bis Januar weiter. Wir sind gerade am 10.12., also ja, mitten im Dezember und da kamen doch noch einige jetzt. Vor allen Dingen auch ein paar im Schnee. Das sehen wir jetzt gleich auch mal. Wenn so ein Schneefang ist, sieht das so schön aus. So, das war das Eniko und das nächste ist hier das Fifin. 289, lange gebraucht, bis es mal gekommen ist. Dieser Hund war dann doch etwas seltener. Und kriege ich ihn oder kriege ich ihn nicht? Natürlich kriege ich den auch. Wieder ein neuer Eintrag für den Pokédex. Und weiter geht's. Das ist jetzt die Nummer. Gucken wir mal. Pokémon gefangen. Ah, die Nummer habe ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt das zweite Mal gehabt oder so. Und hier der Fritzelblitz. Der ist mittlerweile auch so ein Standard-Pokémon. Gibt's sehr oft. Damals fand ich ihn jetzt noch nicht so oft im Dezember, aber jetzt ist er viel da und den fangen wir dann auch hier mal mit einem Extraball. Jetzt nimm ihn, fang ihn, bleib drin, mach kein Theater, jawohl, nee, auch wieder nicht. Ja, manchmal muss man mehrfach ran, aber ich wollte auf jeden Fall auch dann mit der Sanabeere doppelte Bonbons haben und kriegen wir ihn jetzt, ob man ihn dann irgendwann mal entwickeln kann. Ist dann ja immer noch die Frage, aber ja, wir haben ihn
Es gab doppelte Bonbons, einfach nur rein aus Prinzip. Und neues Pokémon für den Pokédex. Diesmal ist es die Nummer 309. Und den kann man natürlich weiterentwickeln. Ihr seht es aber erst mit 50 Bonbons. So, die hier gibt es sehr oft. Roselia. Roselia ist auch eine G4, soweit ich weiß. Also die kann man mit Generation 4 weiterentwickeln. Bedeutet, davon sollte man auf jeden Fall ein paar im Pokédex halten. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Im Inventar behalten. Im Pokédex habe ich sie jetzt auf jeden Fall. Die ist relativ wichtig, damit wir sie noch weiterentwickeln können. 315. Und weiter geht's. Die nächste wartet auf uns. Diesmal ist es die oder der Wumpel. Je nachdem, was es ist, wird eine andere Entwicklung daraus. Das Ganze entwickelt sich zu einem Kokon. Und soweit ich das weiß, haben Frau und Mann das zu entscheiden. Also ob es männlich oder weiblich ist, das Wumpel, wie es sich weiterentwickelt. Andere Spieler sagen wieder, nee, braucht es nicht. Das muss nur Glück sein, wie es sich weiterentwickelt. Ich halte es ja geschlechtsabhängig und bei mir hat es auch funktioniert. Seht ihr gleich, ich habe gleich mal eins entwickelt. Ein weibliches, ein männliches und es kamen zwei verschiedene raus. Das hier war jetzt ein männliches. So, und den Zigzags, den gibt es mittlerweile auch überall. Damals am 11. Dezember war es für mich das erste Mal, dass ich ihn gefangen habe. Ist das schön, wenn man hier Videos aufgenommen hat. Dann sieht man immer genau, wann war denn das? Wann hat man das erste Mal den Pokédex-Eintrag bekommen? Jawohl, also, der ist jetzt auch ein Standard-Pokémon. Damals war er was Besonderes, 263. Auch den entwickle ich gleich mal weiter. Und dann haben wir auch die Entwicklung im Gepäck. So, und hier mal ein Schneebild, ein Schneefangbild. Enekoro. Die war im Schnee da, hat auch einen richtig guten Schal an, passt also super, was ich hier gerade fange. Sieht fast aus wie die Schneeprinzessin. Eisprinzessin heißt es, ne? Aber ist egal. Hauptsache, ich fange sie jetzt. Und das ist schon die Entwicklung. Also habe ich jetzt hier die Entwicklung gerade im Schnee gefangen. Wunderbar. Und darum gibt es mehr Bonbons, nämlich 5. Und plus die Sahnebeere 10 Stück. Jetzt können dich auch das kleinere entwickeln. 301. Super, damit wieder ein Pokémon mehr im Pokédex. Machen wir eine kleine Zwischenanalyse. Hier Fifine habe ich schon in weiblich und männlich gefangen. Auch die Beschreibung dazu, das ist ja das Schöne am Pokédex. Man bekommt ein bisschen mehr Infos über die Pokémons. So, Wumpel habe ich erstmal nur männlich und da unten seht ihr es. Zwei verschiedene Entwicklungsstränge. Einmal wird es zu einem Schmetterling, das andere mal zu einer Motte. Ich sage immer noch männlich und weiblich abhängig, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ihr seht es aber gleich, es funktioniert bei mir. So, Eneko habe ich bis jetzt nur in weiblich, müsste ich noch in männlich fangen. Und Zobiris, die gab es dann zum Halloween-Event. Fritzelblitz, ja, muss ich auch noch weiterentwickeln, auch bis jetzt nur männlich. Ich gucke halt immer so ein bisschen, dass ich immer auch das Weibliche davon habe. Roselia scheint es wohl nur in weiblich zu geben, weiß ich gar nicht so. Schuppert, Banner, Zwielicht, Zwirklob und Absol habe ich bis jetzt nur gesehen. Keine Ahnung, wo es den gibt. Ich habe ihn noch nicht, auch noch nicht heute, wo das Video rauskommt, im Juni 2018. So, Vipitis, da ist die dicke Schlange. Die fange ich mir jetzt auch. Sieht sehr cool aus, ist aber nicht so das mega coole Pokémon. Eigentlich benutzt man das nie im Kampf. Also ich habe es bis jetzt noch nie benutzt irgendwo. Aber man hat es und damit ist auch der Pokédex wieder ein bisschen mehr gefüllt. Das ist eigentlich die Hauptsache. Und wieder 500 EP. Man will ja irgendwann mal Level 40 werden. Ach ja, ich mit meinen 32, 33 und mittlerweile 34. Das dauert ganz schön mit dem Leveln. Okay. Das war Vipitis. Ihr seht's, man kann sie nicht weiterentwickeln. Auf geht's zum nächsten. Hier haben wir Minun. Endlich so einen kleinen, süßen, ja, irgendwie Pikachu-Abklatsch, finde ich. Sieht fast aus wie ein Pikachu, aber halt irgendwie niedlicher, anders. Naja, auf jeden Fall
jetzt gehört er in mein Pokédex, wieder 500 EP. Ich kenne Pokémon generell gar nicht, ich habe nie die Spiele gespielt, ich habe nie die Serie geguckt, von daher weiß ich nicht, wer Mew nun jetzt ist, aber immerhin habe ich ihn. So, und Maokita, da haben wir das nächste Pokémon, auch das möchte ich jetzt weiterentwickeln, kriegen wir sicherlich auch noch heute in dem Video hin. Aber davor müssen wir es natürlich das erste Mal fangen und dann auch genug Bonbons davon haben. So, Maokita, jetzt haben wir es, neues Pokémon, wieder 500 EP und 296. Die Entwicklung habe ich schon sehr oft gesehen, aber selber habe ich es noch nicht, aber das kriegen wir heute auch noch hin. So, Samurzel, auch ein ganz Standard-Pokémon, trifft man relativ oft, relativ viel und von daher ist das jetzt nicht so besonders. Es wird allerdings weiterentwickelt, ja, man kann es also sogar zweimal weiterentwickeln und das macht es dann doch wieder irgendwie selten, weil man muss halt eine dritte Entwicklung oder eine zweite Entwicklung machen und dafür braucht man ganz viele Bonbons davon. So, aber jetzt erstmal das normale auf 273 im Pokédex, so ist es schon mal gut. Und dass ihr das entwickeln lassen mit 25, die nächste dann mit 100 Bonbons. Ziemlich viele, die wir brauchen. Okay, hier dann der Raid von Groudon. Der war so im 20.12. so irgendwo, so kurz vor Weihnachten. Da hatte ich dann auch meinen Groudon. Und das kürzen wir aber auch ab, weil der Kampf dauert zu lang. Also geht's wieder zum nächsten Pokémon. Kurz vor Weihnachten nochmal hier 20 zusätzliche Wasser- und Eis-Pokémon, die zuerst in der Hoenn-Region entdeckt wurden. Es sind jetzt im Juni 2018 noch immer nicht alle aus der Hoenn-Region im Spiel. Also ihr seht, die wurden immer nur Schritt für Schritt ins Spiel gebracht. Von daher, ich bin mal gespannt, wann die vierte Generation anfängt, weil die dritte ist noch nicht mal durch. Vielleicht kommt die dritte dann komplett im Sommer und dann kann man im Dezember wieder die vierte anfangen zu fangen. So, und hier wieder das nächste neue Pokémon, Botogel. 500 EP und damit der nächste Eintrag für den Pokédex. Jawohl, sehr gut, so mag ich das. Ja, und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir natürlich wieder noch ein weiteres. Haben noch ganz, ganz viele offen. Aber Schnäppke ist auch so eins von den seltenen Pokémons mittlerweile. Irgendwie im Winter war es ziemlich oft da. Scheint wohl auch irgendwie ein Eis oder Schnee oder irgendwie so Pokémon zu sein. Es zittert auch, ihr seht es ja, wenn man es fängt. Aber mittlerweile fange ich es fast gar nicht mehr. Ich sehe es auch halt fast gar nicht mehr. Und deshalb komme ich nicht zu der Entwicklung. Ich krieg's nicht weiterentwickelt. So, und dann habe ich es nicht mit einer Sanabeere gefangen. Gibt es also auch nur noch wenig Bonbons. Und jetzt ist es drin, 361 im Pokédex. Und ich brauche ganz viele Bonbons, damit ich es weiterentwickeln kann. Es ist ein Eis-Pokémon. Vielleicht kriege ich es ja im Dezember dann öfter. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich mich mehr auf die Lauer gelegt nach Schnäppke. Jetzt ist es wohl irgendwie vorbei. Im Sommer sieht man es fast gar nicht. So, den Seemops. Ja, auch den muss man irgendwann das erste Mal fangen. Hier war es dann soweit. Auch kurz vor Weihnachten schnell mal den Seemops gefangen. Erst da gab es ihn wohl, weil, wie ihr eben gelesen habt, die Wasser-Pokémons kamen da 20 Stück irgendwie dazu. Und jetzt habe ich es dann auch endlich im Pokédex. Also, da fing das Ganze mit den Seemops an. Den gibt es mittlerweile aber im Standard. Der ist fast an jeder Ecke. Immer wenn es regnet, sieht man den. Also der ist wirklich nicht schwer zu bekommen. Die Entwicklungen dauern wieder ein bisschen was. Der hat zwei Entwicklungen. Deshalb muss man ihn auch oft fangen. 25 für die erste, 100 für die zweite Entwicklung. Und ihr seht, es war der 22.12. Also kurz vor Weihnachten. Der Schnee fällt im Hintergrund. Ist es nicht schön? Und dann passend zu Weihnachten gab es hier, jawohl, Pikachu mit Festtagshut. Ich habe ein Weihnachts-Pikachu.
Das ist wichtig. Am besten auch noch weiblich und männlich. Das sieht man an dem Schwanz vom Pikachu. Dann ist er so ein bisschen eingedellt, wenn er weiblich ist. Und wenn er gerade ist, ist es ein männliches. Das hier war ein männliches. So, Mediti. Das hier hatte ich auch noch nicht. Sehe ich auch nicht so oft. Muss man weiterentwickeln oder ist weiterentwickelbar. Muss man also ziemlich oft fangen. Und jetzt habe ich es dann auch. Und das war auch noch alles kurz vor Weihnachten. 500 EP, so schnell kann es gehen. Heute schaffe ich das Video übrigens nicht komplett bis zum Juni 2018. Aber ihr seht, alle paar Tage fange ich hier die neuen Pokémons. Und von daher, ja, muss ich irgendwie die Videos so kürzen, dass ihr wenigstens seht, wie ich sie alle gefangen habe, dass ich sie mir nicht ercheatet habe und dass ich sie dann wirklich auch unterwegs im Regen, ich bin nass geworden und trotzdem habe ich sie gefangen. So, und da haben wir es und bleibt's drin? Ja, es bleibt drin, also auch hier wieder mein erstes Hydro-Pi. Jo, und das habe ich dann auch ziemlich lange gefangen, bis ich dann die Entwicklungen hatte. Nämlich im Mai müsste die Entwicklung dann geklappt haben, 2018, oder sogar erst im Juni, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, 3 Bonbons ist nicht viel. Ini habe ich noch nicht komplett durchentwickelt. Den Flamly, den finde ich sehr, sehr selten. Der ist wohl auch ziemlich rar. Ist so ein bisschen wie Shiggy am Anfang war. Und von daher, da muss man wohl nachsuchen. Bisasam war ja auch nicht so oft da unterwegs. Von daher auch hier wieder relativ seltene. Und ja, jetzt bleibt doch mal drin. Auf jeden Fall einmal entwickelt habe ich ihn schon. Aber auch hiervon gibt es halt 2 Entwicklungen. Und die letzte habe ich noch nicht. Weil vor allen Dingen auch schon die erste Version hier so schwer zu fangen ist. Dann nehme ich doch mal eine Himbeere. Dann nehme ich doch jetzt nochmal hier den Superball. Jetzt aber bleibt mal drin. Besser werfen kann ich nicht. Oh, und hier geht mein Handy gerade im Hintergrund. Ich habe noch Pokémon an. Oh Mann, eine Dummiesel läuft hier gerade rum. So, aber jetzt Pokédex gefangen und ha, wunderbar. Mein erstes Flamly. Das ist richtig süß, oder? Mensch, was für ein cooles Pokémon. Und mein erstes Trassler. Auch schon nach Weihnachten jetzt. Wir haben Weihnachten hinter uns gebracht. Es ist schon Ende Dezember. Und dann gab es erst das erste Trassler. Auch zwischen Neujahr und Weihnachten muss man auf die Straße, um Pokémon zu fangen. Und kriege ich es jetzt oder kriege ich es nicht? Ja, ein bisschen noch was an Bonbons hinschmeißen. Und dann kommt es auch langsam hinein. Ja, sieht gut aus. Nein, sieht nicht gut aus. Ach, wir hätten so schnell heute schaffen können hier mit dem Video. Und dann sträuben sich hier die ganzen neuen Pokémon zu. Das ist aber auch gemein. Ihr habt die bestimmt alle schon. Das Video ist ja alt. Es ist ja nur noch eine Zusammenfassung, dass ihr einfach mal alles gesehen habt, was ich denn so fange und wie ich es gefangen habe. Einfach mal so eine Zusammenfassung von meinen ganzen Videos, die ich bis jetzt noch gar nicht online gestellt habe. Einfach nur alle gefilmt habe, damit ich es endlich euch mal zeigen kann hier. 280, jetzt habe ich es. Ich habe doch kräftig Pokémon gespielt und man sieht auf meinem Kanal fast nur Elder Scrolls Online und andere Spiele, obwohl auch hier ist viel zu tun gewesen. Okay, und auch das hier ganz neu für mich, habe ich auch noch nicht die Entwicklung von, kann also auch noch weiterentwickelt werden, aber jetzt wenigstens ein Spoink. Darf ich nicht sagen, er ist ja Kölsch, sondern Spoink. Im Pokédex 500 EP wieder. Ja, und da hüpft es, das lustige Schweinchen. Wie gesagt, Entwicklung habe ich noch nicht, weil sind wieder 50 Bonbons. Und das sehe ich auch sehr, sehr selten. So, weiter geht's. Ihn hier, Bummels, sieht man auch nicht so oft. Ist auch ein relativ seltenes Pokémon. Ich weiß nicht, wann man es findet, mitten in der Nacht vielleicht, weil es irgendwo schläft oder an den Bäumen, im Wald vielleicht, weil es irgendwo hängt. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall relativ selten und da sind es wieder 500 EP und die erste Entwicklung habe ich schon von Bummels, jedenfalls heutzutage, damals noch nicht, aber die zweite auch noch nicht. Also da muss ich auch noch was tun. 30. Dezember war das. Kurz vor dem Jahreswechsel
Und dann kam am gleichen Tag auch noch er hier. Der hat mir den letzten Nerv geraubt. Ich glaube, ich habe den 12-mal beworfen, bevor ich ihn dann endlich hatte. Gek Arbor, jawohl, 500 EP. Da ist er im Pokédex, die Nummer 252. Also auch hier geht es weiter. Auch er natürlich zwei Entwicklungen. Da bin ich auch schon durchentwickelt bis Gewaldro, aber dort erstmal den Gekabur gehabt. So, und jetzt geht's mal mit Entwicklungen weiter. Hier ganz kurz den Seemops, damit das mal gesehen hat, wie schön er sich entwickelt. Und jawohl, da haben wir ihn. Den habe ich auch noch nicht so in der Gegend gefunden. Den habe ich nur bis jetzt als Entwicklung gesehen. Und damit haben wir ein Sejong. So heißt er dann. Und den kann man natürlich auch weiterentwickeln. Und den Schlupuk, den kann man auch weiterentwickeln. Ist auch im Moment nicht so oft in der Gegend. Von daher ist das halt auch schon etwas Besonderes, ihn weiterzuentwickeln. Jawohl. Jetzt ist er auch lila, hat noch einen größeren Mund und jetzt heißt er, und das ist sehr lustig, wie der jetzt heißt, nämlich Schluckwäsch. Bei dem riesen Mund kann er einiges wegschlucken. Und jetzt haben wir Makuhita endlich auch, alles am 3. Januar 2018. Wir sind also schon im neuen Jahr oder in diesem Jahr angekommen, aber erst da habe ich meine Entwicklung bekommen. Es ist faszinierend, wie lange es bei mir gedauert hat, aber er sieht auf jeden Fall beeindruckend aus, die 297 im Pokédex. Und ein paar habe ich noch, dann ist auch für heute schon Schluss. Lange geht's nicht mehr. Da steht jetzt 323.12., aber da habe ich wohl den kleineren gefangen. So, und Bummels wird auch schon weiterentwickelt. Yippie, auch von ihm hier jetzt die nächste Version. Wie gesagt, auch bei ihm gibt es zwei Entwicklungen. Die erste Entwicklung habe ich jetzt geschafft im Januar, die nächste noch nicht bis Juni. Also dauert es dann doch. 287 das Muntier und 288, also die beiden. Jo, der liegende, der ist noch nicht da. 100 Bonbons, ja, noch nicht geschafft. Aber er, das hat auch ein bisschen was gedauert. Der war nämlich auch nicht oft unterwegs hier, unser kleines Hündchen. Ja, da gibt es zum Glück nur eine Entwicklung, aber das bedeutete halt dann auch sofort 50 Bonbons von ihm sammeln. Musste ich also ziemlich oft suchen, das Teil. Und jetzt haben wir hier die 260, 70, 71 so rum. Magnaien, so heißt sie. Ja, es ist ein Mädchen, es steht dran. So, Scharmutzel, auch ein Mädchen, wird hier weiterentwickelt. Man sieht ja immer dieses weibliche und männliche Symbol, wenn es das gibt bei dem Pokémon. Manche sind ja auch neutral. So, jawohl, das sieht doch mal cool aus. Mittlerweile findet man die Entwicklung sogar oft unterwegs. Also das ist jetzt gar nichts mehr Besonderes, sogar diese Entwicklung hier zu finden. Blanas, der ist also oft jetzt auch so fangbar. Ich weiß gar nicht, warum die den so oft auch normal fangbar machen. Finde ich ein bisschen doof, weil ich habe gebraucht, bis ich ihn hatte. Und dann kommt Tengulis danach. Der dauert ein bisschen länger, bis man den hat. Da braucht man wieder viele, viele Bonbons für. So, und hier Flemli endlich weiterentwickelt. Jungglut, so heißt er dann. Da ist er, die 256 im Pokédex. Aber die nächste Version, weiß ich noch nicht mehr, wie die heißt. Ich müsste jetzt im Internet surfen, weil den habe ich noch nicht mal im Pokédex irgendwo gesehen. Jetzt, das hier war ein männliches Baumpel. Ihr habt es gerade gesehen, da war so ein Zeichen von männlich. Und der hat sich jetzt bei mir weiterentwickelt. Zu einem, da ist er, in rosa, Panikon. Das ist dann, ja, für mich so das Zeichen, okay, Panikon gibt's vom männlichen Baumpel. Und danach kommt Pudox, den haben wir jetzt noch nicht. Und das hier ist jetzt ein weibliches Baumpel. So habe ich mir das jedenfalls gedacht. Ich habe immer noch nicht im Internet nachgeguckt, ob es auch stimmt, was ich hier gerade erzähle. Aber ist nicht so schlimm. Und was kommt daraus? Ein Schaloko. So, und dementsprechend kriegt man daraus eine Papinella, ein Schmetterling. Aber das kommt alles im nächsten Let's Play, im nächsten Zusammenfassungsvideo von mir.
So weit sind wir noch nicht. Wir brauchen 50 Bonbon für Papinella und 50 für Pudox. Also viel zu tun. So, zum Ende des Ganzen war ich also Level 33. Das hier sind meine Medaillen. Ihr könnt einfach nochmal gucken. Am 7.7.2016 habe ich angefangen zum Spielen. Hier gibt es noch keine Tauschmedaillen. Die kommen erst noch. Das hier war, wie gesagt, ein Zusammenfassungsvideo mit dem Tauschmodus, mit dem Freundschaftsmodus kurz erklärt. Hier, das ist mein Pokédex im Moment. Und ich zeige euch jetzt nur mal die dritte Generation. Die anderen habe ich relativ weit voll. So, und das war der Stand Anfang 2018. Den habe ich bis jetzt nur gesehen in Zoom-Packs. Ja, aber mittlerweile habe ich ihn auch. So, sieht doch ganz gut aus. Habe ich euch fast alle im Video gezeigt. Den habe ich jetzt durch eine Tauschaktion mit einem Freund bekommen. Und den Wal gab es damals noch ganz, ganz selten. Der ist jetzt natürlich durch das Wasser-Event ziemlich oft da gewesen. Groink habe ich auch immer noch nicht. Und ja, da sind noch immer welche, die ich nicht habe. Absol habe ich immer noch nicht. Und auch Firnontor. Nur gesehen, bis jetzt nicht bekommen. Walreiser habe ich schon, der war jetzt nicht so schwer. Und auch das Herzchen hier, Libiscus, gab es ziemlich oft, vor allem zum Valentinstag. Macht's gut, bis demnächst. Bye bye!